dieser Veranstaltung zu begrüßen. Dies ist die 9. Woche zu unserer Vorlesung in die Einführung in die pädagogische Psychologie. Und wir werden uns heute wieder thematisch den verschiedenen Themen der pädagogischen Psychologie auch nähern, insbesondere der Selbstregulation. In den beiden vorherigen Wochen haben wir ja vor allem die diagnostischen Methoden, den Forschungskreislauf und verschiedene Techniken kennengelernt, wie sie evaluieren können, was beispielsweise Testgütekriterien sind oder auch wie sie Studien, die sie lesen, zu den verschiedenen theoretischen Konzepten, um diese dann auch auf deren Qualität auch beurteilen zu können. Aber dahingehend haben sich auch unsere Quizfragen von der vorherigen Woche auch damit beschäftigt, wo wir zum einen uns verschiedene Analyseverfahren und Analysemethoden angeschaut haben, auch in der Unterscheidung deskriptive Statistik im Vergleich zur Inferenzstatistik. Und wichtig dabei ist, dass deskriptive Statistiken sich nicht auf die allgemeine zugrunde liegende Population verallgemeinern lassen. Das ist quasi der Bezug zur Inferenzstatistik, mit der Sie dies auch machen können. Dann zweite Quizfrage, wir haben verschiedene Kennzahlen, Kennziffern kennengelernt. Mittelwert, Standardabweichung, Median. Und der Mittelwert gibt dabei nicht den Zentralwert der individuellen Ausprägung an, dieses der Median, der den Zentralwert angibt. Der Mittelwert im Gegensatz dazu gibt die durchschnittliche Ausprägung einer Variable über die erhobene Stichprobe hinweg an. Dann haben wir uns verschiedene Hypothesentests angeschaut, Fehler erster Klasse, zweiter Klasse. Und wichtig dabei, selbst wenn Nullhypothesen abgelehnt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nullhypothese trotzdem gilt. Also selbst wenn Sie quasi signifikante oder hochsignifikante Ergebnisse haben und quasi die Nullhypothese ausgeschlossen wird, ist es halt die Wahrscheinlichkeit. Und das ist dabei auch wichtig zu betrachten. Last but not least, haben wir uns bei der Inferenzstatistik verschiedene Verfahren angeschaut. Korrelationsverfahren, Regressionsverfahren, Moderation, Mediation. Um Korrelationen besser einschätzen zu können, haben wir uns die Klassifikation nach Cohen angeschaut, die Regressionskoeffizienten einschätzt bezüglich der Korrelationsstärke. Dabei sind wir bei 0,5, ist es ein hoher Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen. Okay, so viel quasi zu unserem Quiz. Wir haben in unserer Vorlesung auch schon unsere ersten Millionärinnen und Millionäre, zu denen ich die Person natürlich auch herzlich gratulieren möchte, in Tübingen erstes Semester schon die erste Million gemacht. Da wären die Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler wirklich wirklich stolz auf Sie, dass Sie das auch schon so früh auch erreicht haben. Aber ich hoffe, dass Sie alle dieses Ziel zumindest in unserer Veranstaltung und vielleicht auch im realen Leben danach irgendwann ebenfalls auch erreichen werden. Kurzer Rückblick noch zur letzten Woche. Wir hatten da unsere Evaluation. Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass bislang 69 Personen die Evaluation ausgefüllt haben. Das ist zwar ziemlich in Preis, aber ich denke, wir können das noch besser machen. Ich glaube, dass wir auch, also mein Ziel ist es, 420 ist vielleicht etwas viel, aber über 100 Evaluationsergebnisse müssten wir doch eigentlich auch in unserer Veranstaltung auch bekommen. Von daher, vor allem richtet sich das jetzt an diejenigen von Ihnen, die unsere Veranstaltung via YouTube heute und morgen auch verfolgen. Stoppen Sie das Video jetzt sofort und
Füllen Sie die Evaluation aus. Wir blenden auch jetzt nochmal den QR-Code ein, sodass Sie das sich abfotografieren können. Also drücken Sie einfach auf Pause im Video und füllen Sie die Evaluation aus. Wir können die Evaluationsergebnisse auch noch quasi verwenden bis morgen 23.59 Uhr. Und wie gesagt, die Universität vor allem freut sich da über Ihre Rückmeldung. Wichtig, Sie wollen da die gesamte Veranstaltung evaluieren und jetzt nicht nur die eine oder zwei Veranstaltungssitzungen, die wir jetzt in den vergangenen Wochen gehabt haben. Das so als Unterschied, dass die Ergebnisse quasi der Universität zurückgemeldet werden, im Unterschied zu den vielen informellen Evaluationen oder Umfragen, wo wir quasi allgemeines Feedback zu den einzelnen Sitzungen von Ihnen quasi anfragen, damit wir halt irgendwie die Vorlesung für uns alle dann auch besser gestalten. Okay, soweit das Organisatorische und ich freue mich, dass wir jetzt quasi nach dem zweiwöchigen Statistikblock wieder in die thematischen Felder wieder neu einsteigen. Haben Sie jetzt also einige Wochen nicht gesehen, aber wir schauen uns jetzt wieder auf der Individualebene vor allem die Prozesse an, die in der Psychologie der Lernenden in den Fokus gerückt werden und dabei insbesondere das Thema der Selbstregulation. Wichtig ist, Selbstregulation ist wirklich mit eines der Faktoren und der Variablen, die den verdächtigsten Prädiktor für akademischen Erfolg darstellt. Also je höher Ihre Selbstregulationsfähigkeit, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie im Studium auch Erfolg haben. Ich habe Ihnen auch da quasi zwei Studien auch noch mitgebracht, wo ich Ihnen das auch noch konkret an Beispielen auch zeigen will. Von Walter Mischel, die eine Definition quasi ist, dass durch Selbstkontrolle Verhalten in der Gegenwart unterbunden werden, um in der Zukunft etwas Besseres zu erreichen. Also das wird auch als Delay of Gratification dargestellt. So mittel eines der bekanntesten Experimente dafür ist das sogenannte Marshmallow-Experiment, Stanford durchgeführt wurde, wo quasi kleinen Kindern gesagt wird, okay, wenn ihr könnt jetzt diesen einen Marshmallow essen, aber wenn ihr eine gewisse Zeit wartet, weil wir als Experimentalperson noch kurz etwas anderes machen müssen, wenn ihr so lange wartet, den einen Marshmallow zu essen, dann kriegt ihr sogar zwei Marshmallows. Wow. Genau. Und Sie werden jetzt auch gleich in diesem Video, der Link ist da, da quasi auch sehen, wie schwierig das auch quasi für die Kinder ist. Quasi als ein Beispiel, wo Sie halt auch da quasi auch wirklich an der Mimik auch gut erkennen können, was für eine Schwierigkeit quasi Selbstregulation auch darstellt. Genau. Ich würde Sie bitten, jetzt in Breakout-Räumen, das Video ist so circa 3 Minuten lang, das Video anzuschauen und dann auch zu diskutieren. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder hier in unserem Zoom-Raum. Alles klar, bis gleich.
Okay, so. Willkommen zurück. Sie haben da vermutlich auch verschiedene spannende Aspekte gesehen und auch Schwierigkeiten, quasi diese Selbstkontrolle auch aufrechtzuhalten. Für den Lernprozess setzt sich selbstregulatorisches Verhalten und selbstregulatorische Fähigkeiten aus drei Komponenten zusammen. Zum einen ist es die Fähigkeit, sich für das Lernen und den Lernprozess zu motivieren. Also Motivation als einen wichtigen Bestandteil. Wir haben auch da quasi in einer Vorlesung, und Sie können sich da das Video auch gerne nochmal zu anschauen, genauer auch beschrieben, was ist Motivation, Erwartungswertmodell, wie kann so etwas gut passieren, was sind auch Faktoren, damit Sie dies auch unterstützen können. Dann der zweite Aspekt ist es, sich die Motivation auch für den gesamten Lernprozess aufrecht zu erhalten. Das wird ebenfalls als Volition auch beschrieben. Also, dass sie sich zum einen motivieren für das Lernen und dann auch während des Lernprozesses die Motivation aufrecht erhalten, um auch weiterhin im Lernprozess auch zu bleiben. Und der dritte wichtige Aspekt für die Selbstregulation ist es, dass sie den Lernprozess effektiv gestalten. Also, dass sie auch monitoren, von wegen, was sind meine Lernstrategien. Dazu mehr auch in der nächsten Vorlesungswoche. Kleiner Spoiler. Und wie können Sie quasi, wenn Sie merken, okay, der Lernprozess funktioniert nicht so, wie Sie vielleicht wollen, um Ihre Ziele zu erreichen, wie können Sie dann den Lernprozess so verändern, dass sie ihn auch effektiv gestalten werden. Also diese drei Funktionen sind ein Teil von selbstregulatorischem Lernen. Bevor wir da jetzt weitermachen, würde ich Sie jetzt nun bitten im gleichen Breakout-Raum. Sie haben jetzt quasi auch vorhin in dem Videoausschnitt ein Beispiel für Selbstkontrolle gesehen, vielleicht nicht unbedingt in einer Alltagssituation. Aber ausgehend von dieser Drei-Komponenten-Definition, Motivation, Volition und die effektive Gestaltung von Lernprozessen, würde ich Sie nun bitten, im nächsten Breakout-Raum, circa 6 Minuten, ein Beispiel auch zu benennen, wie Sie das in Ihrem Alltag gesehen haben und auch vielleicht da auch mit Bezug auf diese drei Komponenten. Bei den Reading Reactions waren auch viele spannende Beispiele genannt. Also wenn Sie da auch ein Beispiel in Ihrer Reading Reaction verwendet haben, können Sie dies auch in Ihrer Breakout-Gruppe auch gerne wieder nochmal neu aufgreifen. Okay, es ist 6 Minuten. Wir behalten auch einfach die gleichen Gruppen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Okay, so. Ich bin jetzt natürlich auch gespannt, welche Beispiele Sie innerhalb Ihrer Gruppen besprochen haben. Und von daher würde ich bitten, Gruppen 2, 7 und 9 vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Gruppe in das Chatfenster zu stellen. Wir nehmen da dann auch vielleicht im weiteren Verlauf der Seminarsitzung auch der Vorlesungssitzung auch Bezug. Also 2, 7 und 9 würde ich bitten, dazu das Beispiel ins Chatfenster zu stellen. Wenn wir betrachten die drei Komponenten, die selbstregulatorische Fähigkeiten auf das Lernen bezogen ausdrücken, dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ist Selbstregulation eine Persönlichkeitseigenschaft? Allerdings ist das nicht der Fall. Aber es gibt Überschneidungspunkte in gewisser Weise oder Korrelationen von Persönlichkeitseigenschaften mit der Ausprägung von Selbstregulationsfähigkeit. Was wir quasi sehen, wenn wir von Persönlichkeit reden, ist, dass wir vor allem fünf Konstrukte betrachten, die sogenannten Big Five der Persönlichkeit. Und dies sind beispielsweise Dinge wie Neurotizismus oder Intra-Extraversion oder Offenheit, Verträglichkeit oder auch Gewissenhaftigkeit. Und Sie können sich, wenn Sie sich auch da überlegen, okay, diese fünf Persönlichkeitsmerkmale, was ist damit vermutlich am stärksten mit Selbstregulationsfähigkeiten auch korreliert? Wir sind auch gerade jetzt dabei, den Zusammenhang von Gewissenhaftigkeit und Selbstregulation auch genauer in einer Studie zu explorieren in Zusammenarbeit mit der University of California, Irvine, wo wir quasi das Studierendenverhalten gemessen an deren Klickaktivitäten untersuchen, quasi auf der Ilias-Plattform der UCI. Da messen wir dann, wann Studierende und wie Studierende mit der Plattform interagieren und wie dies dann mit einem Persönlichkeitsfragebogen dann insbesondere auf die Gewissenhaftigkeitsdimension dann auch abbildet. Prinzipiell für diese verschiedenen Dimensionen, also Offenheit bezeichnet so etwas wie eine hohe Wertschätzung von den neuen Erfahrungen, dass sie Abwechslung bevorzugen, wissbegierig sind, kreativ. Merkmale für Intra- bzw. Extraversion, also quasi auf der Skala, wo sie da landen, sind Items, so etwas wie Stelligkeit, Aktivität, Gesprächigkeit, Optimismus und viele andere Items, die da auch verwendet werden. Neurotizismus, mögliche Items dabei ist so etwas wie Nervosität, Unsicherheit, Launenhaftigkeit, sensible Reaktionen auf Stress. Verträglichkeit ist so etwas wie Altruismus, was da gemessen wird, Mitgefühl, Verständnis, volle Handlungen, Empathie in gewisser Weise, Vertrauen, Kooperationsbereitschaft, Harmoniebedürfnis, sowas sind Items, die zur Verträglichkeit zählt werden. Und bei Wissenhaftigkeit ist es so etwas wie Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, hart arbeitend, Diszipliniertheit, Ehrgeiz und andere Merkmale. Und von daher, Sie merken schon quasi von den einzelnen Items in Bezug auf Selbstregulation, Gewissenhaftigkeit ist quasi das, wo wir halt auch da den stärksten Zusammenhang auch oftmals sehen von diesen Persönlichkeitseigenschaften.
Items. Ich habe Ihnen auch quasi einen Persönlichkeitstest mitgebracht, wo Sie auch Ihre Persönlichkeit auch, evaluieren können, um halt da selber Einschätzung zu bekommen, wo Sie mit diesen Big Five Skalen auch liegen. Wir machen dafür keinen Breakout Room, aber Sie sind da auch herzlich eingeladen, das auch zu machen. Kleiner Disclaimer hier, die Daten, die Sie da abgeben werden, werden auch quasi in einem Forschungsprojekt der Northwestern University dann auch verwendet. Also quasi, Sie würden, indem Sie diesen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen, da auch noch die Forschung bei unterstützen. Also wenn Sie quasi da Interesse haben zu wissen, wie Ihre Persönlichkeit im Sinne der Big Five ausgeprägt ist. Was wir allerdings sehen für Selbstregulation im Vergleich zu Persönlichkeitseigenschaften, die eher fest sind und wenig über die Zeit veränderlich, also eher trait-like, kann Selbstregulation mehr als erlernbare Kompetenz auch wahrgenommen werden. Also, dass Sie auch wirklich lernen können, wie Sie selbstregulierter handeln können, wie Sie selbstregulatorische Fähigkeiten auch entwickeln können. Also quasi die, wie Sie sich für das Lernen motivieren können und auch Lernprozesse effektiver gestalten können und diese dann auch aufrecht erhalten können. Eine Definition von selbstreguliertem Lernen beispielsweise ist es, dass Lernende, die ihr eigenes Lernen regulieren, in der Lage sind, sich selbstständig Lernziele zu setzen und dem Inhalt und Ziel angemessene Techniken und Strategien auszuwählen und sie auch einzusetzen. Also quasi da der klare Fokus auf die Lernzielsetzung und auch die Strategieerreichung. Und dann im zweiten Teil der Definition ferner erhält sie ihre Motivation aufrecht, also hier Volition, bewerten die Zielerreichung während und auch nach des Abschlusses und korrigieren, wenn notwendig, die Lernstrategien. Also der klare Bezug darauf, da auch Lernstrategien effektiv einzusetzen und den Einsatz auch zu reflektieren und auch gegebenenfalls Lernstrategien dann auch modifizieren zu können. Also Sie sehen wirklich, dass selbstreguliertes Lernen auch solche Prozesse umfasst, die Gefühle, die Empfindungen, die Sie während Lernprozessen haben und wie Sie auch auf Grundlage von Ihren eigenen Einschätzungen dann auch Ihre Lernstrategien auch modifizieren können anhand der Ziele. Dazu gibt es auch verschiedene Tools und Werkzeuge. Spannend fand ich einen Podcast auf Piazza, der auch quasi ein Strategietool zur Selbstregulation auch vorstellt. Also wenn Sie wollen, schauen Sie da auch auf Piazza rein, hören Sie sich den Podcast an, vielleicht als Anregung auch quasi, wie so etwas auch sein kann. Also wir sehen, dass selbstreguliertes Lernen eine erlernbare Kompetenz ist und keine Persönlichkeitseigenschaft. Selbstreguliertes Lernen ist eine Fähigkeit, die zwar auch schon bereits in der Schule wichtig ist, aber je weiter Sie in Ihrer Schulkarriere vorangeschritten sind, desto wichtiger wurde auch die Selbstregulation. Das sehen Sie hier auch quasi daran, dass beispielsweise in der Unter- und Mittelstufe Klausuren, die quasi gewisse Inhaltsbereiche umfasst haben, wirklich auch häufiger vorkamen. In der Oberstufe hat sich dies dann ein bisschen gewandelt, sodass sie da über längere Zeiträume Wissen abgeprüft haben, dass dadurch halt ihre Selbstregulation auch wesentlich wichtiger wurde im Vergleich zum Abitur, wo sie halt nochmal heiheres Stakes quasi gehabt haben und eine größere Spannbreite an Informationen und Wissen, Techniken
abrufbar haben muss, nur und auch wo nicht unbedingt klar vorgegeben wurde, wie sie vorgehen, um ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, Selbstregulation hat wieder da eine größere Bedeutung angenommen. Und den gleichen Trend sehen Sie jetzt auch quasi während der Universität in den ersten Semestern und dann hin zu ihren größeren Abschlussarbeiten, Bachelorarbeit, Masterarbeit, wo sie dann auch über sehr größere Zeiträume selber die Motivation aufrechterhalten haben müssen, um ihre Lernziele, die sie haben, auch dann auch zu verfolgen und einzureichen. Und wenn sie die Universität verlassen und in das Berufsleben einsteigen, ist es umso wichtiger, weil da auch oftmals Ziele noch wesentlich weniger klar definiert sind und quasi die Zielerreichung noch viel mehr in ihrer eigenen Verantwortung auch liegt. Das heißt, selbstregulatorische Fähigkeiten sind jetzt aktuell für sie sehr bedeutsam, aber sie werden auch noch wesentlich bedeutsamer werden. Von daher ist es wichtig, dass sie auch da quasi sehen, dass Selbstregulation sowohl ein Ziel ist, also quasi, dass sie mehr oder bessere selbstregulatorische Fähigkeiten auch erwerben, aber es ist auch quasi ein Mittel, um effektiver und besser auch zu ihrem Ziel gelangen. Und das sehen Sie quasi auch jetzt insbesondere in der Online-Lehre, was jetzt auch hier ein Beispiel aus dem Chatfenster ist, wie Selbstregulation vor allem in Online-Lehrsituationen auch eine sehr große Rolle auch spielt. Faktoren, die dies auch beschreiben, ist es, dass die Lernenden selber entscheiden, ob etwas gelernt wird, was gelernt wird, wann, wie und auch woraufhin gelernt wird. Sie sehen das quasi auch hier an unserer Veranstaltung, wo Sie auch beispielsweise viele verschiedene Möglichkeiten haben, um das Ziel, was quasi vorgegeben wird, 1 Million Punkte zu erreichen. Aber welchen Weg Sie nehmen oder wie Sie das Lernen strukturieren wollen, das bleibt Ihnen quasi überlassen. In gewisser Weise sogar die, ob Sie das als Ziel sehen wollen, bleibt Ihnen ebenfalls frei überlassen, weil prinzipiell Besuch der Veranstaltung ist freiwillig. Sie werden nicht gezwungen, diese Veranstaltung zu belegen. Genauso wie Sie sich halt auch freiwillig quasi für Ihr Studiumsfach oder für Ihr Studium allgemein entschieden haben. Von daher, Sie haben auch da vielerlei Freiräume und Spielräume, die Sie haben. Und dann, wenn Sie sich dafür entschieden haben, dann in den gewissen Rahmenbedingungen, die Ihnen dann von der Prüfungsordnung, die vielleicht diese Veranstaltung dann voraussetzt, dann quasi den einzelnen Weg, wie Sie dann Ihren Lernprozess gestalten wollen, das können Sie dann selber betrachten. Und quasi der Weg, wie Sie Ihren Lernprozess gestalten, das beinhaltet kognitive Komponenten, motivationale Komponenten und auch metakognitive Komponenten in diesem gesamten Selbstregulationsprozess. Wenn wir uns quasi da Selbstregulation in Modellform anschauen, haben wir da verschiedene Phasen oder Schritte der Selbstregulation, die auch in verschiedenen Modellen auch beschrieben werden. Dabei unterscheiden wir vor allem zwischen Komponentenmodellen und auch Prozessmodellen. Komponentenmodelle fokussieren sich dabei vor allem auf die verschiedenen Ebenen der Selbstregulation. Im Gegensatz dazu in den Prozessmodellen steht der Verlauf während der Selbstregulation im Vordergrund. Wenn wir uns jetzt zunächst ein Komponentenmodell anschauen, dann ist das Drei-Schichten-Modell von Burkhardts quasi etwas, was sehr häufig verwendet wird. Dabei steht im Zentrum die Wahl der
kognitiven Strategien, die sie verwenden, um die Lernprozesse, die sie haben, die sie regulieren wollen in der mittleren Ebene, anwenden. Um kognitive Strategien anwenden zu können, brauchen sie metakognitives Wissen, um diesen Prozess auch zu steuern. Das heißt, in der mittleren Schichtebene sehen sie die Regulation vom Lernprozess und quasi als umfassende Schicht dabei gesehen ist die Regulation des Selbst, also die Wahl von Zielen oder die Wahl von den Ressourcen, die sie verwenden wollen, sei es jetzt die Zeit, sei es jetzt andere Hilfsmittel, sei es jetzt, wie sie vorgehen wollen, um quasi die Ziele, die sie sich gewählt haben, dann verwenden zu können. Bei den Prozessmodellen steht, wie gesagt, der Prozess der Regulation auch vor allem im Vordergrund. Und wir schauen uns jetzt da verschiedene Prozessmodelle genauer an, die auch verschiedene Phasen der Selbstregulation genauer betrachten. So ist im Prozessmodell von Schmitz wird gesprochen von einer präaktionalen Phase, einer aktionalen Phase und von einer postaktionalen Phase, die alle drei danach auch quasi in einem Kreislauf auch stehen. In der präaktionalen Phase wird der Fokus darauf gelegt, dass sie sich für den Lernprozess Ziele setzen und quasi ihr Vorwissen aktivieren, die Motivation haben, sich in diesen Lernprozess zu begeben und auch planen, welche Strategien sie verwenden wollen in der präaktionalen Phase. Dann in der aktionalen Phase, wenn sie in der Lernsituation drin sind, dann verwenden sie ihre Lernstrategien, sie überwachen, wie sie ihre Lernstrategien einsetzen und regulieren diese Lernstrategien. Wichtig dabei ist, dass sie die Motivation und auch die Konzentration aufrecht erhalten während diesem Lernprozess in der aktionalen Phase. Und dann in der postaktionalen Phase, dann bewerten sie ihr Ergebnis, also bezüglich der Zielerreichung, bezüglich auf wie sie es bewältigt haben und auch welche möglichen Konsequenzen sie auch daraus ziehen. Und dann können sie auch wieder in eine präaktionale Phase übergehen, um dann dann für eine zweite Lernsequenz quasi ihr Wissen, was sie da erworben haben, dann auch weiter zu verwenden. Also Sie sehen auch da quasi wirklich, wie sich diese unterschiedlichen Lernsequenzen jeweils aus diesen präaktionalen Phasen, aktionale Phase, postaktionale Phase zusammensetzen, bevor sie dann in der nächsten Lernsequenz wieder in dieses Drei-Phasen-Modell übergehen. Also wenn wir uns dies jetzt doch mal in jeder Phase auch noch etwas genauer anschauen, sehen Sie in der präaktionalen Phase, Sie haben gewisse Vorgaben, wie sieht Ihre Umgebung aus, was sind die Aufgaben, die Sie zu erledigen haben, und dass dies dann auch eine Rolle spielt, okay, von den Aufgaben und von den Bedingungen, in denen Sie sich befinden, wie ist da Ihre emotionale Reaktion darauf, Ihre Empfindung, Gefühle, vielleicht auch Stereotypen in gewisser Weise, welche Ziele wollen Sie sich dann jetzt für diese Situation setzen und auch die Motivation, dann sich in den Lernprozess zu begeben. Dies ist quasi alles Teil von der präaktionalen Phase, sodass dann basierend auf ihren Zielen, basierend auf ihrer Motivation, sie ihre Lernstrategien planen, um dann in die zweite Phase, in die aktionale Phase überzugehen. In der aktionalen Phase haben sie ihre Lernstrategien schon
selektiert und sie erhalten ihre Lernstrategien auch aufrecht. Und sie wenden dann quasi Zeit als Ressource ein, um dann den Lernprozess weiterzufahren, während sie dann auch den Lernprozess monitoren, um dann zu ihrem Ziel zu gelangen. Und sie sehen da quasi als Output der aktionalen Phase die Lernleistung, die sie dabei auch betrachten, wo sie dann in der postaktionalen Phase dann diese Lernleistung, die sie haben, bewerten und reflektieren, vielleicht auch in einen Vergleich gehen. Okay, Stichwort ist Selbstkonzept, vielleicht Big Fish, Little Pond-Effekt. Wie stehen Sie im Vergleich zu anderen da? Wie stehen Sie auch, wenn Sie sich diese Kausalattribuierungen überlegen? Wie stehen Sie vielleicht in dem einen Fach im Vergleich zu dem anderen Fach da? Um dann quasi von den Emotionen, die Sie während der postaktionalen Phase haben bezüglich Ihres Lernergebnisses, dann übergehen können, um auch vielleicht Ihre Strategien zu modifizieren, wie Sie dann ein effektiveres Ergebnis haben können. Oder vielleicht modifizieren Sie auch die Ziele, die Sie haben, mit denen Sie dann wieder in die präaktionale Phase neu reingehen, um dann in die zweite Lernsequenz auch überzugehen. Dieses quasi in dem einen Modell von Schmitz, dann ein zweites Modell, was sehr bekannt ist, ist das Modell von Pintridge, was sich vier Phasen betrachtet. Die Voraussichtplanung und Aktivierungsphase, Monitoringphase, eine Kontrollphase, dann eine Reaktion und Reflexionsphase als Abschluss. Und dies quasi in vier Bereiche unterteilt, also Kognition, Motivation, Verhalten und Kontext. Und wenn Sie dann sich in einem, wenn Sie sich dann in einen selbstregulatorischen Prozess begeben, haben Sie quasi diese 4x4 Matrix, um dann zu jeder Phase sich auch einen Bereich zu betrachten. Was wir jetzt hier darstellen, also Sie haben die verschiedenen Phasen und auch die verschiedenen Bereiche. Vielleicht da jetzt so als Beispiel, wenn wir uns anschauen, Kognition und dann die unterschiedlichen Phasen, so etwas wie sich Ziele zu setzen, das Wissen, was Sie haben, zu aktivieren. Ihr metakognitives Wissen aktivieren. Dann in der Monitoring-Phase, dass Sie sich metakognitiv bewusst werden, was Sie anwenden, wie Sie es anwenden, wie Sie Ihren Lernprozess monitoren. Dann in der Kontrollphase, dass Sie Ihre Lernstrategien, die Sie haben, zum einen selektieren und auch anpassen, weil, wie gesagt, Selbstregulation beinhaltet die effektive Aufrechterhaltung von Lernprozessen und dass Sie dann in der Reaktions- und Reflexionsphase dann beurteilen, wie Sie in Lernsituationen waren und auch dann Ihre Lernsituationen attribuieren. Also was ist gelungen, wie ist es gelungen, was sind da die Auswirkungen auch für das Selbstkonzept. Also das jetzt als ein Beispiel für den Kognitionsbereich. Und genauso können Sie auch den Motivationsbereich sich anschauen, den Verhaltensbereich und auch den Kontextbereich. Und wir wollen jetzt quasi von diesem Modell ausgehend jetzt in die nächste Breakout-Phase gehen, wo Sie sich entweder eine der Phasen näher betrachten und dann sich alle Bereiche anhand von einem Beispiel, vielleicht dem Beispiel, was Sie in der zweiten Breakout-Session heute gewählt haben, genauer betrachten oder
Sie nehmen sich einen Bereich und gehen dann die einzelnen Phasen für dieses Beispiel, was Sie haben, näher durch. Also so etwas wie, ich sehe das jetzt hier im Chatfenster, wie beispielsweise das Schreiben von einer Reading Reaction oder wie der Schokoladenverzicht im Bezug zur Geschmackswahrnehmung oder Suchtverhalten und wie sie da auch vielleicht von einem Suchtverhalten wegkommen oder sowas, so etwas wie Sparen auf größere Investitionen. Also viele Beispiele da quasi, die quasi im Chat genannt wurden. Sie haben auch da in ihren eigenen Gruppen auch sicherlich andere Beispiele auch betrachtet. Also ich würde Ihnen auch da empfehlen, laden Sie sich die Präsentation herunter oder machen Sie vielleicht einen Screenshot von diesem Phasen- und Bereichsdiagramm, sodass Sie quasi da diese Informationen jetzt für die nächste Breakout-Session auch haben. Und dann gehen wir in den nächsten Breakout-Raum. Ich würde sagen, sogar für 10 Minuten, weil es sehr viel ist. Und quasi, wenn Sie früher fertig wären, können Sie auch gerne noch für ein zweites Beispiel sich das betrachten oder vielleicht noch eine weitere Phase oder einen weiteren Bereich auch da genauer anschauen. Von daher, in 10 Minuten sehen wir uns dann hier wieder. Wir behalten die Gruppen auch da wieder gleich und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar. Bis später.
Alright, so. Willkommen zurück in unserer Veranstaltung. Genau, Sie werden gesehen haben, auch wie Sie da in Ihren eigenen Beispielen da auch die verschiedenen Bereiche von Pinchridge auch betrachten konnten und diese dann auf die unterschiedlichen Phasen auch mappen konnten, um halt auch da wirklich diesen Prozessgedanken von diesem Prozessmodell der Selbstregulation da auch näher zu betrachten. Wenn wir uns jetzt nun anschauen, der Zusammenhang von Selbstregulation und Leistung, haben Sie schon zu Beginn der Veranstaltung auch gemerkt, dass es wirklich auch einer der wichtigsten Prädiktoren für den Erfolg auch darstellt. Und ich habe Ihnen auch schon zu Beginn der Veranstaltung, also mit Veranstaltung jetzt nicht heute, sondern in unserer ersten oder zweiten Veranstaltungswoche auch schon zwei Studien kurz vorgestellt, auf die wir jetzt nun auch noch mit etwas mehr Detail auch eingehen wollen, wo wir in unseren Teams an der UC Irvine genauer uns Selbstregulation und Leistung an Hochschulen auch untersucht haben. In der ersten Studie haben wir zwei verschiedene Online-Kurse untersucht, wo wir uns angeschaut haben, okay, beide Kurse hatten 5 Wochen Zeit. Und jede Woche haben die Studierenden in diesem Kurs 5 Videobeiträge zu schauen gehabt, die jeweils ein Quiz gehabt haben am Ende der Woche. Und die Studierenden hatten quasi eine Frist jede Woche bekommen, und zwar Freitag um Mitternacht, um sich bis dahin das Quiz zu erledigen und quasi alle Videos anzuschauen, die als Vorbereitung auch für das Quiz dargestellt wird. Und wir haben quasi angeschaut, okay, wann haben die Studierenden quasi sich alle Videos angeschaut und wie dies dann mit der Quiz-Performance korreliert hat. Und was dabei wirklich spannend ist, ist, dass wir wirklich auch verschiedene Muster gesehen haben, wie Studierende an diesen Online-Kurs mit diesem Online-Kurs und diesen Aufgaben vorgegangen sind. Und zwar, wir haben quasi zwei verschiedene Arten von Studierenden da auch sehen können. Zum einen haben wir Studierende gehabt, die prokrastiniert haben. Also das sind Studierende, die quasi über die Woche hinweg gar nichts oder sehr wenig nur gemacht haben, was hier in diesem Diagramm an den sehr hellen Feldern sehen. Und wir haben Studierende, die über das Semester oder über den Kurs hinweg an jedem Tag, an jedem Wochentag sich ein Video angeschaut haben. Also das sehen Sie quasi, wenn die Felder so grau sind. Im oberen Diagramm sehen Sie quasi den Kurs im Jahr 2016, im unteren im darauffolgenden Jahr. Im amerikanischen Notensystem ist quasi die Note A die Bestnote, B ist quasi sowas wie so eine 2,0 und C und D ist halt 3,0, 4,0 und F steht für Fail. Und Sie sehen halt relativ schnell anhand den Ergebnissen, die wir da haben, dass Studierende, die jeden Tag in der Woche, also 5 Videos pro Woche, die jeden Wochentag sich ein Video angeschaut haben und dann den Quiz gemacht haben, bessere Performance abgeliefert haben im Vergleich zu Studierenden, die alles nur kurz vor der Deadline gemacht haben. Das heißt, quasi dieser Prokrastinierungseffekt hat zu schwächeren Lernleistungen auch geführt und quasi ein höheres Maß von Selbstregulation, was da die Studierenden aufgewiesen haben, die sich jeden Tag hingesetzt haben, um quasi ihre Aufgaben zu machen. Dies hat zu besserer Performance auch geführt. In einer zweiten Studie haben wir uns einen Online-Chemiekurs näher angeschaut. Da hatten wir quasi 48 Lernziele, 48 Lerneinheiten, die in 4
größere Themenbereiche untergliedert worden sind. In jedem Themenbereich wurde pro Lernziel ein Video hochgeladen, die quasi dann von Studierenden auch frei gewählt werden konnten, wann sie diese Videos sich hier anschauen. Es gab zwei Tests, zum einen am Ende vom Themenbereich 2 und am Ende vom Themenbereich 4. Und von den Tests haben wir quasi die Performance gemessen. Und dann haben wir auch gemessen, wie die Studierenden mit den Videos interagiert haben. Also wann haben sich die Studierenden die Videos angeschaut? Wann haben sie quasi Kurs-Engagement gezeigt? Jetzt sehen Sie quasi hier in diesem Diagramm jede Reihe ist da quasi ein einzelner Studierender. Die beiden gestrichelten blauen Linien stellen die Tests dar und die roten Linien die Themenblöcke und quasi über die Zeit auf der X-Achse sehen Sie die Zeit und quasi je dunkler die Punkte, desto mehr Klicks haben die Studierenden in dem Lernmanagementsystem insbesondere für die Videos auch gemacht. Und wenn Sie sich dieses Diagramm betrachten, darauf haben wir dann verschiedene Machine Learning Algorithmen drüber laufen lassen, verschiedene Gruppierungen von Studierenden in diesen Daten zu finden, wodurch wir quasi zu vier Gruppen von Studierenden gekommen sind. Wir hatten zum einen Studierende, die einfach generell sehr wenig Click-Engagement gezeigt haben. Das sind Studierende, die wir als Low-Engagement-Gruppe betrachtet haben. Dann haben wir Studierende gefunden, die prokrastinieren, also wie in der Studie vorhin, die vor allem vor den Klausuren die meisten Klickaktivitäten haben und quasi über die anderen Kursteile hinweg einfach wenig gemacht haben. Und zwei Gruppen von Studierenden, die mehr in Planning Behavior sich engagiert haben, die quasi auch über das Semester verteilt sich die Videos angeschaut haben, sich auf der Lernplattform bewegt haben. Die Early Planners haben quasi sich noch viel früher auch damit befasst, um da quasi die Unterscheidung zu den Planern zu haben. Also da ist die Unterscheidung, wie früh sie angefangen haben, wesentlich mehr Aktivität auf der Plattform zu zeigen. Wenn Sie sich jetzt nun diese vier Gruppen betrachten, auf die Performance in diesem Kurs über beide Klausuren hinweg, dann sehen Sie in dem linken Diagramm, dass die Studierenden, die sehr wenig Engagement gehabt haben, die schwächste Kursleistung haben. Wir haben jetzt da die Kursleistung auf einer Skala von 1 bis 13, also quasi diese 1,0 wäre quasi dann eine 13, eine 1,3 hätten wir als 12 kategorisiert, 1,7 als 11 und so weiter. Und da ist halt der Mean für die Low Engagement Group liegt bei einer 7. Und im Vergleich dazu sind die Leute, die prokrastiniert haben, also die halt auch gearbeitet haben, aber nur kurz vor den Klausur-Deadlines etwas höher, aber trotzdem noch relativ auf einem niedrigen Niveau im Vergleich zu den Studierenden, die in ein Planning-Behavior eingegangen sind, die da auch wesentlich höhere Performance einfach auch gezeigt haben. Was auch da besonders spannend ist, quasi, wenn wir uns da verschiedene Studierendengruppen angeschaut haben, die andere Voraussetzungen vielleicht auch für das Studium haben. Also wir haben uns jetzt hier in der Studie insbesondere Arbeiterkinder angeschaut. Und Sie sehen quasi in dem Diagramm rechts genau die gleiche Aufteilung, nur halt wo Sie Arbeiterkinder, das sind dann die weißen Balken oder die weißen Boxplots mit den Nicht-Arbeiterkindern verglichen haben, in diesen gleichen Gruppierungen.
wo es halt um so, um wo quasi die Unterschiede zwischen den Gruppen vor allem in dieser Unterscheidung umso stärker ausgeprägt sind. Das heißt, insbesondere für Arbeiterkinder haben wir gesehen, dass Low Engagement und Prokrastinierung umso schwieriger auch sind, weil da diese Studierenden im Gegensatz zu Nichtarbeiterkindern eine große Leistungsdiskrepanz dann auch aufweisen. Und Sie sehen quasi daher, und das will ich Ihnen auch quasi jetzt mitgeben, in Bezug jetzt nicht nur auf unsere Veranstaltung, weil wir quasi unsere Veranstaltung halt auch so designt haben, ja, Sie können theoretisch alle Punkte, die Sie für die Millionen brauchen, auch zum Semesterende hin machen, weil sie auch prinzipiell das gesamte Semester überhaupt nichts brauchen und dann nur die Punkte am Ende des Semesters holen, ist theoretisch möglich, aber ist es wirklich absolut nicht empfehlenswert, weil wenn Sie eine Klausur schreiben, unsere Studien deuten halt alle darauf hin, dass wenn Sie regelmäßig an der Klausur, an dieser Veranstaltung arbeiten, desto höher ist quasi Ihr Lernerfolg und auch quasi Ihre zukünftige Performance. Wie gesagt, also wir probieren halt hier in unserer Veranstaltung quasi ihre Selbstregulation zu unterstützen, aber sie werden auch in ihrem Studium sehr viele Veranstaltungen haben, wo sie quasi kein wo sie quasi kein System schon in den Veranstaltungen inhärent drin haben, so dass da quasi ihre eigene Selbstregulationskompetenz umso gefragter wird. Und da will ich Sie wirklich auch dazu untern, Bulimie lernen in Anführungszeichen auch zu vermeiden, weil sie da wahrscheinlich schwächer abschneiden werden und auch einen geringeren Leistungs- und Lernzuwachs haben im Vergleich zu einem mehr selbstregulierten Lernansatz, der auch quasi über die Zeit hinweg sie auch da sieht. Okay, so viel quasi zu den verschiedenen Selbstregulationstheorien. Wir werden uns jetzt in der nächsten Veranstaltung genauer anschauen, was es für Strategien gibt, dass Sie Ihre Selbstregulationskompetenz auch erhöhen können und wie Sie beispielsweise da auch die Motivation aufrecht erhalten können und auch vielerlei andere Dinge werden wir da noch näher betrachten. Sie sehen, wir sind jetzt schon am Ende von unserer Veranstaltung und das ist auch bewusst so, weil ich Ihnen wieder 15 Minuten Zeit geben will, dass Sie die Evaluation ausfüllen. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die Evaluation noch nicht ausgefüllt haben, bitte verwenden Sie nun diese Zeit darauf. An alle anderen von Ihnen, Ihnen wünsche ich einen sehr schönen Start und eine sehr schöne weitere Woche, vorletzte Woche vor unserer Semesterpause. Genau, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wo wir uns die Lernstrategien noch genauer betrachten werden. Genau, bis dahin, ich mach nochmal das Evaluationsteil groß und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann.